Vor kurzem hatte ich einen kleinen Unfall, bei dem ich mir beide Füße gebrochen hatte. Das war ein echtes Handicap. Und ich war versucht zu sagen, jetzt geht gar nichts mehr. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und ich tue jetzt auch nichts mehr. Ich habe festgestellt, dass wir manchmal in solche Situationen hineinkommen, wo wir vielleicht nicht wirklich körperliche Probleme haben, sondern wo sich in unserem Inneren diese Handicap-Gedanken festgesetzt haben. Ich kann nicht. Wenn ich so oder wie die oder wie der wäre, ja, dann könnte ich. Und das Ding ist, dass die Menschen, die so denken und sich so festgelegt haben in diese Mangelmentalität, auch nicht weiterkommen. Sie sehen sich als von Gott irgendwie übersehen und schlecht ausgestattet und mit diesem Handicap kann man eigentlich nicht Gott dienen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einen Herzensentschluss geben muss, aus diesem Mangelgedanken, aus diesem ich habe da ein Handicap, ich kann nicht, dass man da heraustreten muss. Dass man eine willentliche Entscheidung treffen muss, zum Leben hin, zu dem, was Gott mit meinem Leben vorhat, über diese Dinge zu herrschen, diese Dinge nicht so hochkommen zu lassen, dass sie mich in Frustration, in Depression, in Aufgeben reinstürzen dürfen. Es muss eine wissentliche und willentliche Entscheidung geben, trotz des Handicaps weiter zu gehen mit Gott. Nun habe ich nicht unbedingt im ersten Moment laufen können, auch nicht im zweiten Moment. Aber es war meine innere Haltung, die mir geholfen hat, innerlich zu stehen. Auch wenn ich nicht laufen konnte, innerlich konnte ich laufen. Innerlich war ich aufgestanden und konnte die Dinge, die Gott mit meinem Leben vorhat, ganz anders in Angriff nehmen. Im Hebräerbrief habe ich einen ganz, ganz entscheidenden Satz gelesen, der mich wirklich ermutigt hat, der mir geholfen hat, aufzustehen gegen diese Ich-kann-nicht-Mentalität. Da lesen wir, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Ich will mein Vertrauen auf Gott setzen. Gott wird für mich handeln. Er wird etwas arrangieren, damit ich heraustreten kann aus dieser Handicap-Situation, aus dieser Situation, die mich so festhalten will. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Das ist heute die Botschaft an dich. Wenn du in irgendeinem Bereich etwas hast, was dich zurückhält, was dich hindern will, in die Berufung, in deine Bestimmung, in die Wege Gottes zu kommen, dann mach das ganz neu zu deinem Entschluss. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Denn weißt du, Gott kann einen Weg machen, den du selber dir nicht machen kannst. Gott kann trotz deines Handicaps deinen Weg segnen. Gott kann trotz dieser Begrenzung, die du in deinem Leben so siehst, er kann dich trotzdem dahin bringen, dass du deine persönliche Bestimmung erfüllen kannst. Und er wird dich ans Ziel bringen. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Lass das heute dein Gebet, deine Proklamation sein, die dich herausführt aus diesem Gefängnis von Ich kann nicht. Der Schlüssel ist, dass du dich an Gott wendest, dass du ihn zu deiner Hilfe machst. Und Gott hat mehr für dich.